Plattenlager haben ja viele Vorteile, aber sie haben auch einen gewaltigen Nachteil, und zwar das ist die Bewegung im Plattenbelag. Wir haben immer auf der Terrasse viel Unebenheiten, Schweißnähte etc. etc. Und die werden, wenn man Plattenlager verwendet, normalerweise auch auf den Plattenbelag übertragen. Das heißt, wir haben Bewegung in der Platte. Wir haben hier ein System, wo wir starten bei einem Zentimeter und arbeiten mit Millimeterplättchen. Diese Millimeterplättchen haben ein Zentrierloch. Wenn ich einmal das Millimeterplättchen einlege, kann mir das nicht mehr herausfliegen. Es hat jetzt den Vorteil, ich bin eigentlich von Untergrund unabhängig. Ja? Das heißt, wir machen alle Unebenheiten mit dem Plättchen, aber auch die verschiedenen Gefällesituationen. Ja? Wir können das Gefälle zum Beispiel halbieren, abschwächen oder komplett ausgleichen. Wenn es höher geht, können wir das System stapeln, immer in Zentimeterschritten, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Wichtig, oben immer wieder die Möglichkeit, mit dem Plättchen zu arbeiten. Wir haben auch einen 3 cm Block, der hat ein etwas anderes Material, um kostengünstig das aufzubauen. Der kann genauso gestapelt werden, und oben kommt dann wieder der Zentimeterring drauf. Wenn man noch höher aufbauen möchte, ab 6 cm haben wir auch ein schraubbares Plattenlager. Das kann man von 6 bis 13 cm schrauben, hochschrauben. Aber auch hier das Wichtigste, wir haben wieder das Millimeterplättchen, wo wir alles ausgleichen können. Auch integriert sind Randlösungen ohne Extraprodukte. Das heißt, wenn man zur Mauer kommt, hat man hier einen Clip und hat auch hier somit die Randlösung integriert.